Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Über die vergangene Nacht kamen zwei Counter-Strike-Updates, die insgesamt 1 GB groß waren. Bei mir waren es einmal 500 und einmal 400 MB. Und diesbezüglich haben mir einige von euch geschrieben, dass da irgendwas kommt. Vor allem der größere Teil des Updates, der scheint heute Morgen gekommen zu sein, das waren 500 MB. Da waren wohl viele direkt so, ui, kommt jetzt doch eine Operation? Und genau darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Let's go! Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Die Volvos haben in diesem Jahr 2024 endlich eine relativ absehbare Update-Rate. Und zwar wird im Moment jeden Monat ein großes oder mittelgroßes Update gepresst. Das hat im Februar mit dem Call-to-Arms-Update gestartet, ging dann über den März mit dem Major, das war ja sein eigenes großes Update. Dann über April, Mai und Juni mit diesen Updates weiter. Was man vor allem bei den letzten Updates gut erkennen kann, ist, dass diese Updates meistens am Ende oder zum Ende des Monats hin kamen. Hier ist es sogar zweimal der 26. Was will ich damit sagen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt dann jetzt im Juli auch wieder ein größeres Update. Das könnte eine Operation sein, das könnten die Schlüsselanhänger sein oder Skins oder Danger Zone oder sonst irgendwas. Aber, es kommt wahrscheinlich nicht jetzt. Direkt am 3.7., wo doch gerade eben erst letzte Woche das letzte größere Update kam. Wenn ich hier wieder rüber auf die Update-Blocks schalte, dann sehe ich auch bereits, was da heute Nacht wohl geupdatet wurde. Und das waren die Maps, die standardmäßig meist etwas größere Updates haben. Also einige 100 MB groß. Pool Day wurde einfach nur auf seine letzte Version geupdatet, also ist jetzt eben up to date. Und auf das 2 wurden mal wieder Löcher gestopft. Das ist ja so ein Thema, da haben wir schon ein paar Mal drüber gelacht, weil das sehr, sehr oft, vor allem noch vor vielen Monaten vorkam, dass in den Updates irgendwie 60-70% Löcher gestopft wurden. Und des Weiteren wurde noch ein Bug behoben, durch den man halt Custom Sounds irgendwie nicht hören konnte. Und das war es schon mit dem Update für heute Nacht. Natürlich könnte man jetzt sagen, oh, da ist vielleicht wieder was im Hintergrund genudelt worden. Möglicherweise am Anti-Cheat oder am Trust-Faktor oder sonst irgendwas. Irgendwelche Networking-Geschichten und so weiter und so fort. Natürlich, ja, das kann sein. Aber ganz offiziell waren es eben einfach Maps. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwas sehr, sehr Großes kommt, also wie eine Operation oder, ja gut, Danger Zone ist gar nicht davon betroffen, von dem, was ich jetzt gleich sage, aber eine Operation zum Beispiel bringt ja meistens auch noch ein paar neue Dinge mit rein, also irgendwas Neues, was möglicherweise auch in einem Major dann wichtig sein könnte, und das kann man jetzt noch bringen, aber Ende des Jahres gibt es ja wieder das nächste Major und meistens ist dann zum Major hin, also die 1, 2 Monate vor dem Major ist eigentlich nichts mehr. Also, dass man sagt, oh, da kommt irgendwas Bahnbrechendes, weil dann würden sich die Leute nur aufregen. Außer es sind Maps, die halt nicht in den offiziellen Pool kommen. Sowas kann man natürlich immer nachpressen. Also jetzt könnte man schon noch mit sowas rechnen, wobei ich hier auf keinen Fall sagen möchte, das kommt hundertprozentig. Ich denke eher, dass sie kleinere Dinge reinpatchen, beziehungsweise dass Sachen kommen, die schon vorhanden waren, wie zum Beispiel eben Flying Scoutsman, Danger Zone und so weiter, diese Geschichten. Dann auch die Keychains zum Beispiel. Das sind Dinge, die man pressen könnte. Und dann natürlich ganz andere Sachen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Was natürlich immer gerne auch bei Updates gesehen wird, sind die Netzwerkgeschichten. Also, dass Stuttering behoben wird, Lags und so weiter und so fort, dass einfach insgesamt wieder besser reingeht. Gestern im Stream waren ein paar da, die gesagt haben, also seit X Zeit geht wieder richtig gut rein, das läuft einfach gut, Wahnsinn, was haben die geändert, und ich habe gesagt, könnte natürlich an dieser Sache hier liegen. Wer weiß, wie viel sie in der Hinsicht auch einfach noch hinter den Kulissen machen. Vor geraumer Zeit, ich will jetzt nicht so weit zurückscrollen, gab es ja auch Updates am Subtick und natürlich auch an Dingen, die mit dem Subtick einhergehen. Sowas nimmt man logischerweise auch gerne, ne? Also wenn das Spiel einfach cleaner läuft und die Shots so reingehen, wie man sie eben auch gemacht hat, und man das Movement und alles genau so machen kann, wie man es möchte, dann ist das ein Riesenplus. Also nicht nur ein Riesenplus, es ist essentiell. Das Spiel muss natürlich in seinen Grundfesten funktionieren, sonst ist es Quatsch. Aber speziell zur Operation und zum Hype darum will ich auf jeden Fall einfach nochmal sagen, dass, also solche Sachen werden irgendwann kommen, aber wann genau weiß man nicht. Und so wie wir jetzt auch wieder bei dem Jubiläum mitbekommen haben, ist das für die Volvos nichts, was sie dann im Blick haben für so einen speziellen Tag. Es kann sein, dass es einfach im Nachhinein eingerollt wird und das heißt übrigens, ihr wisst ja, wir sind letztens 25 geworden, bam, gönnt euch. Das ist in der Vergangenheit schon passiert, ja. Aber wir sollten uns auf keinen Fall so extrem aufhypen, dass ein gutes Update, wie zum Beispiel das letzte, dieses MVP-Update, oder hieß es MVP, ich glaube schon, ja, ne? Dass dieses Update dann irgendwie untergeht unter negativem Feedback von wegen, ich wollte aber eine Operation haben, wo doch die Volvos überhaupt gar nichts in die Richtung geteasert haben, sondern nur die Update-Seiten, YouTuber und was weiß ich wer, Streamer, halt immer wieder gesagt haben, da kommt bestimmt ein Update, ich freue mich schon so krass, wow, ihr euch auch. Ja, ich weiß, ich habe auch gesagt, es könnte was kommen, aber wie auch in den Videos schon erwähnt, ich denke, bei mir ist es gut rauszuhören, dass es nur möglicherweise passiert. Das wollte ich noch hinten dranhängen, weil, wie gesagt, das hier war wirklich ein gutes Update. Und viele kamen mitunter in den Stream und haben gesagt, das sei bodenlos. Und wenn man dann fragt, warum, dann hieß es, ja, weil doch eine Operation angekündigt war. Und dann muss man natürlich ganz hart zurückrudern und sagen, Moment. Wer hat gesagt, dass eine Operation offiziell angekündigt war?
Wait a minute. Die Zeichen stehen gut, es werden Datenleaks gefunden, bla bla bla. Aber am Ende vom Tag ist halt nichts offiziell bekannt gegeben. Also ja, einfach ein bisschen cool bleiben. Ja, so viel zu den beiden Updates von heute Nacht. Wie gesagt, map-spezifische Dinge. Wir werden jetzt noch geschwind zwei YouTube-Giveaways auflösen und ein neues starten. Und dann ziehe ich wieder durch. Es gab einmal eine Glock 18 Moonrise für euch. In dem Video habe ich euch zu den neuen Wingman-Maps befragt. Vielen Dank für 135 Kommentare. Man sollte eigentlich einfach nur schreiben, ob man die Wingman-Maps toll findet oder nicht so. Also so plus minus war, glaube ich, der Gedanke. Raudi, Maps sind Banger, Keychains brauche ich nicht, aber gefällt bestimmt manchen. Bin gespannt, was noch kommt. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Bitte melde dich unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanalinfo deinen Trade-Link bei. Dankeschön. Und dann gab es für euch noch diese Pipi-Beißen Lumen zu snacken. Mit der Taschenlampe vorne dran. Und in dem Video hatte ich euch gefragt, ob ihr schon mal eine Operation mitgespielt habt oder nicht. Vielen lieben Dank für 143 Kommentare, ihr alten Macher. So, und wir haben als Gewinnenden Liska. Bin damals in Phoenix eingestiegen und habe das nur gekauft, weil die erfahrenen Mates meinten, an den Kommentar habe ich schon gelesen, meinten, ich müsste das kaufen, ganz dringend. Liska, du hast somit gewonnen. Bitte hier unter dem Video melden und Trading bei dir auf YouTube reinballern. Dankeschön. Und im heutigen Giveaway gibt es für euch diese Farmers Rapid Eye Movement zu snacken. Und hieran nimmt man auch ganz einfach teil, indem man folgende Frage beantwortet. Sofern diesen Monat auch wieder ein schönes Update kommt, sollte es was deiner Meinung nach enthalten? Also Operation oder Keychains oder Skins oder Danger Zone oder was weiß ich. Habt ihr spezielle Wünsche? Eine Sache dürft ihr euch aussuchen, nicht alles auf einmal. Eine ganz spezielle Sache, haut sie in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. So, vielen lieben Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Stream ab 18 Uhr. Denkt dran, Glove Giveaway, meine Damen und Herren. Die gibt es diese Woche noch bei uns auf Twitch zu gewinnen. Also rumkommen in den Stream, morgen zum Beispiel ab 18 Uhr oder am Freitag ab 20 Uhr. Und ja, wir sehen uns dann dort oder im nächsten Video. Haut da rein, bis dann. Danke fürs Schauen, danke für die Kommentare, danke für die Likes. Muah. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter.